Wir sind damit jetzt, oder wir können damit jetzt kommen zu den Abstimmungen des Plenartages oder jedenfalls zu der Abstimmung des Plenartages. Ich habe den Gong mehrfach getätigt. Alle nicken, dann können wir loslegen. Vielleicht vorher noch an die Geschäftsführer. Top 76 gehe ich mal davon aus, das ist der Dringliche Antrag Fraktion, die Linke sozialen Erziehungsdienste stärken, geht in den SIA. Ja? Alles klar, Herr Felstehausen sagt, das wird es so machen, dann wollen wir es so halten. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 69, Dringlicher Antrag Fraktion der AfD, Bürger entlasten, Inflation bekämpfen, Drucksache 208437. Wer stimmt dem Dringlichen Antrag zu? Das ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist der fraktionslose Abgeordnete Kahn, das ist die FDP, die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich oder enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir den Dringlichen Antrag abgelehnt. Die Fraktion der SPD hat mir mitgeteilt, dass der Tagesordnungspunkt 27, bitte? Alles in Ordnung? Gut. Dass der Tagesordnungspunkt 27, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Kooperationsgebot statt Kooperationsverbot abschließend in den KPA geht. Sie nicken, dann machen wir das so. Ansonsten schieben wir wahrscheinlich alle Tagesordnungspunkte in das nächste Plenum. So machen wir es auch hier einvernehmen. Dann kann ich Ihnen sagen, diese Sitzung ist geschlossen, aber schon bald sehen wir uns hier an diesem Ort wieder. Herzlichen Dank und alles Gute. Schönen Abend.